Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. Die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen jetzt in einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es das, was ihr gestern sehen wolltet. Wir haben den Squad-Builder gebaut, um Edna, Sarsong, Sterling, Payet und Mario Gaspar in den Special-Karten. Und heute wollen wir versuchen, uns für Food Champions zu qualifizieren, weil ich hatte an dem Wochenende gar keine Zeit, habe glaube nur 3 Spiele gemacht, weil ja Julian Julius da waren. Aber okay, deswegen müssen wir uns leider wieder so qualifizieren, da wir es diesmal nicht in Gold 3 oder höher geschafft haben. Trotzdem, ich möchte euch das Ganze in 2 Teile gliedern. Falls wir es wirklich schaffen, seht ihr jetzt Spiel 1 und Spiel 2 und morgen dann Spiel 3 und Spiel 4. Ich bin gespannt. Rein geht's ins erste Match. Wir wollen das Ding natürlich gewinnen. Wenn euch das Video schon mal gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und sonst könnt ihr die Social Media Links abchecken, wie Instagram oder Twitter. Denn da bin ich auch ziemlich aktiv und jetzt starten wir rein ins Spiel. Danke für euren Support. Rein geht's. Okay, der erste Gegner ist gefunden. Wir spielen in unseren November-Trikots und der Gegner kommt hier mit so einem kranken Team. Mit einer Legende, mit Cristiano Ronaldo. Holy shit, was ist das bitte für ein erster Gegner, den wir hier auf uns zukommen sehen. 85er Gesamtbewertung, wir wollen alles geben. Ben Arfa, Rabiot, Matuidi sind natürlich auch wieder am Start. Rein geht's ins Match. Gut gespielt, jetzt können wir ihn direkt mal durchstecken, direkt auf die Außen weitergeleitet auf Raheem Sterling mit der ersten Möglichkeit. 3. Minute gespielt, das ist Eden Hazard, hakt ein, mit links abgezogen, Nachschuss. Und das fängt richtig krank an, dieses Spiel. Erste Möglichkeiten direkt mal für uns. Gut abgefangen von Cesc Fabregas, der direkt mal auf Eden Hazard, weitergeleitet auf Bellerin, keine Ahnung, was er da vorne macht, das ist Song. Den steckt man wunderschön durch auf Payet, der ist durch. Und es ist wieder der Pfosten. Fangen wir ab, machen wir gut. Das ist Eden Hazard, gut gemacht. Komm, zieh mal ein bisschen an mit Tempo. Jetzt kannst du ihn durchspielen. Schön gemacht auf Song. Da haben wir ganz viel Glück. Es war doch Payet, wenn mich nicht gar alles täuscht. Aber da kommt der Depp, den müssen wir einfach mal bringen. 32. Spielminute, wir führen mit 1:0. Mit ein bisschen Glück. Guter Ball von Eden Hazard da. Durch das ganze Mittelfeld haben wir Glück und dann guckt es euch an. Da will er anscheinend mit Smalling zurückspielen. Payet passt auf, antizipiert das Ding, wir führen 1:0. Wieder auf die Außen, wahrscheinlich auf Ronaldo, das war klar. Und jetzt Ronaldo gegen Mario Gaspar. Ronaldo, flache Flanke, können wir klären, kein Problem. Und damit ist Halbzeit und wir führen in der Halbzeitpause mit 1:0. Gucken wir uns die Statistik an. 57% Ballbesitz, 90% Passgenauigkeit. 7:3 Schüsse aufs Tor, dann 4:2. Ist okay, sieht ganz gut aus. Wir wollen jetzt noch auf 2:0 erhöhen. Ja, Gegner kommt über Matuidi. Bless Matuidi. Warum bleibt unsere Verteidigung da stehen, Mann? Warum bleibt die stehen? Holy shit. Was macht der zweite Innenverteidiger dort? Bless Matuidi, 51. Spielminute, Ausgleich für unseren Gegner. Und da kommt man schon wieder fast in den Rage-Modus hier rein. Aber viel zu nah an unseren gegnerischen Keeper ran. Aber wir haben den Ball immer noch und können das Spiel wieder aufbauen. Jetzt schön gespielt. Gleich nochmal reingespielt. Ander Herrera. What the fuck? Warum machst du den nicht? Riesenmöglichkeit von Ander Herrera hier. Okay, Jungs, es geht zum ersten Spiel direkt mal in die Verlängerung. Guckt euch diese Statistik an. Da frage ich mich, wieso, weshalb, warum treffen wir dieses Tor nicht? Unfassbar, wirklich, weil einfach der Rea einfach alles gehalten hat. Und dann haben wir so einen Moment, wo man sagen muss, holy shit, warum läuft unsere Innenverteidigung nicht mit? Und deswegen bekommen wir da eben ein Gegentor. Klasse. Rein geht's in die Verlängerung nach 30 Minuten. Gut gespielt, Song zeigt sich da. Warten. Gut gespielt, gleich nochmal. Oh, da haben wir wieder Pech, dass er da rankommt. Die VBI und Smalling ist echt heftig. Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen, ne? Song, nochmal. Ah, dann muss ich vielleicht nochmal rüberspielen. Wenn ich ihn nochmal rüberspiele, ist er durch. Oh Mann, ich denke ja nicht. Ich denke, das geht ja komplett ins Elfmeterschießen. Direkt im ersten Spiel. Holy shit. Das fängt ja schon mal richtig gut an, dieses Turnier. Und das ist sowas von unverdient. Komm, Jungs. Kommt, Jungs. Casillas. Erster unten links. Erster unter links. Ja, Mann! Okay, Eden Hazard, mach ihn, enttäusch mich nicht. Ganz wichtig, ganz wichtig. Den schießt er in die Mitte. Oh, scheiße. Okay.
Noch einer rechts oben. Komm, noch einer rechts oben. Und ich verschieß. Ich verschieß. Wie schlecht bin ich denn? Hab ich. Warum hast du den denn nicht? Einfach in die Mitte. Jawohl. Gut so, Junge. Gut so. Cristiano Ronaldo. Oh mein Gott, wie stark schießt er den denn? Dimitri Payet, rechts oben. Und den hält er. Den hält er einfach. Kein Bock mehr, ohne Scheiß. Keinen Bock mehr auf diese Kacke. Jedes Mal dasselbe. So kann es im Übrigen ablaufen, wenn man wirklich überlegen ist und das Ding im Elfmeterschießen verliert. Na gut, wir machen die Tore nicht, deswegen zweiter Versuch. Wir starten rein, nächster Gegner ist gefunden. Und jetzt wollen wir alles geben. Auf geht's, gucken wir uns mal sein Team an. Und das sieht richtig gut aus. Vor allen Dingen hat er eine schöne argentinische Offensive. Mit Tevez, Dybala, Higuain, dazu Khedira, Banega, Pereira, Perez, Miranda, Basakli, Diego Alves und Alexandro. Genauso heftig, deswegen wieder Vollgas geben und diesmal wollen wir es auf jeden Fall schaffen. Gut gespielt, abwarten, Song, gut gespielt nochmal, jetzt können wir abschließen und da gibt es zum Beispiel jetzt in der 4. Minute schon mal einen guten Freistoß und den können wir vielleicht nicht unbedingt mit Marc Bartra schießen, sondern mit, Hazard hat auch keine schlechten Werte, aber Payet hat unfassbar kranke Werte, deswegen einfach mal gucken, ob wir den reinmachen, mal schauen, der sieht gut aus. Aber da schießt man einen aus der Mauer an, direkt den Eckball hinterherbringen und direkt das 1:0 machen. Das wäre richtig wichtig, aber der Torhüter steht. Gut gespielt, ganz stark gemacht. 17. Spielminute, voll konzentriert. Ich habe gerade nicht viel geredet, weil ich einfach dieses Tor machen wollte. 17. Spielminute. Wir führen mit 1:0 und das völlig verdient. Richtig stark gemacht. Torhüter war schon in die andere Ecke unterwegs. Und Sterling macht's. Gut gemacht. Schön gemacht. Jetzt können wir ihn weiterschicken. Herrera, spiel mal ganz außen. Komm, Sterling, mach ihn. Und das ist der Doppelpack. Ganz, ganz stark gemacht. 41. Spielminute. Wir führen mit 2:0 und das kurz vor der Halbzeit. Gut so, dass Hazard läuft, das sehen wir, wunderschön. Lupft den einfach mal, Hazard. Oh, schade, da müssen wir natürlich auch mal seine Lupferqualitäten austesten. Ne? Ah, 2 gegen 1 jetzt, Dybala mit dem Ball auf Gonzalo Higuain. Und den halten wir richtig stark auf der Linie. Oh mein Gott, was für eine Szene hier für den Gegner. Und da haben wir mega Glück, dass es hier weiterhin beim 2:0 bleibt, aber ist okay. Nehmen wir mit, das Glück, das hat man im letzten Spiel nicht und da sind wir leider rausgeflogen im Elfmeterschießen. Deswegen Monreal, mit dem Übersteiger kann er fast hier reinziehen. Ja, der Gegner macht anscheinend ein Stück weit mehr auf. Payet, komm, mach ihn! Unfassbar stark dieser Typ, kann ich nur empfehlen, wer ihn hat im Verein, holt ihn euch. 70. Spielminute, 3:0, Dimitri Payet. Gut gemacht, wieder Payet, komm, mach ihn, 4:0, ganz stark. 81. Spielminute, das Spiel ist entschieden. Und den Lupf da drüber. Oh, Latte, aber trotzdem 5:0. Jetzt wird's eindeutig, jetzt wird's eindeutig. 84. Spielminute, 5:0. Absolut krank gespielt, wieder was Payet, 6:0 und das Ding, huiuiui, guter Start jetzt endlich mal in die erste Runde. Okay, 6:1, Dybala, er durfte seinen Ehrentod doch noch machen. Und dann ist Schluss, wir gewinnen die erste Runde endlich deutlich mit 6:1, Dimitri Payet. 6 Schüsse, 3 Tore. Absolut verdient das Ding hier. Wunderschön gemacht, Jungs. Und jetzt geht's rein ins Spiel Nummer 2. Okay, zweiter Gegner ist gefunden. Mal gucken, mit welchem Team er antreten wird. Und er kommt hier, holy shit, mit einem genauso starken Team, wie man es vielleicht sogar erwarten konnte. Bis auf Buffon,
Bewertung von 88, Ibra, Movember, dazu Suarez, Neymar, Modric, Ramos, Thiago Silva, Marcel Aurier, Mkhitaryan, what the fuck. Holy shit, das wird super schwer, ohne Scheiß. Aber okay, wir starten durch, wir wollen das Ding gewinnen. Gut gespielt. Ja. Warten, bis er läuft. Perfekt. Jetzt kannst du nochmal reinspielen. Pfosten. What the fuck? Was für eine richtig gute erste Möglichkeit für uns hier. Und das nicht mal nach 3 Minuten. Gut aufgepasst. Schön abgefangen. Jetzt geht's ab über Hector. Bellerin mal. Vielleicht mit ein Stück weit Tempo. Rutscht doch vorbei, der Gegner. Warten. Gut so. Komm. Song. Gucken die aus. Mach ihn. Er macht ihn. Heung-Ming Song, 1:0, 7. Minute, gut so, so muss das sein, so stelle ich mir das vor, wir führen. Schön gespielt. Wir haben den Gegner auf jeden Fall ein Stück weit im Griff. Hazard läuft, ganz stark gespielt, Weltklasse Pass von Song. Komm Hazard, mach ihn im Nachsetzen, oh mein Gott, 3. Möglichkeit. Huiuiui, da geht der Gegner ganz schönes Risiko. Sterling, Payet. Nochmal auf Sterling, hakt nochmal ein. Nochmal auf Payet, schöner Doppelpass. Jetzt kommt die Grätsche, oh, ich wusste es. Ich wusste es, ey. Gut gespielt, Payet läuft, Payet läuft, Payet läuft. 2:0. Das ist Fußball, wie wir ihn sehen wollen. 19. Spielminute, wir führen mit 2:0. Komm jetzt, gleich noch eins nachwaschen. Genau so sieht das aus. Genau so sieht das aus. Komm, warte, ganz stark. Jetzt weitergeleitet. Ah, schade, da muss Payet vielleicht ein Stück weit durchlaufen. Da können wir vielleicht ja sogar das 3:0 schon machen. Und dann ist es vielleicht sogar der Rage Quit. Aber okay, lassen wir so laufen. Sterling am Ball. Sterling, schön auf Song. Gleich wieder prallen lassen. Ah, schlechter Pass von Bellerin. Gut gemacht. Das Hazard gleich nochmal und nochmal. Oh, schöne Flanke, Marcelo steht aber. Bitter, richtig gut gemacht von Hazard. Gut so, Jungs, gut so. Zupacken, so schnell wie möglich immer wieder gleich zupacken und den Ball sich wieder erobern. Genau so möchte ich das sehen. Jetzt kannst du durchspielen. Wunderschön gemacht, Fabregas, 3:0. Absolut krank. 27. Spielminute, wir marschieren hier durch wie kein Zweiter. Und der Homo ist den nächsten Ball und ich denke, das sollte es sogar fast schon gewesen sein. Ich denke, der Gegner hat nicht mehr allzu viel Luft. 4:0, aber Marcel macht ihn, jawohl. 29. Spielminute, ich denke, das Ding sollte jetzt schon entschieden sein, dass wir in Runde 3 auftauchen werden. Keine Ahnung, was er macht. Er könnte aber meiner Meinung nach auf jeden Fall abbrechen. Wäre jetzt nicht ganz so schlecht, sonst schenken wir ihn auf jeden Fall noch ein paar Tore jetzt hier ein. Oh Gott, ist das der Rage Quit? 32. Spielminute! Willkommen in Runde 3. Wir haben es geschafft. Mit einem 6:1 und einem 4:0 gehen wir hier weiter und marschieren hier durch in hoffentlich Richtung Food Champions Qualifikation. Sehr, sehr geil. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, und zwar das Halbfinale und hoffentlich auch das Finale mit guten Ende, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, ihr wisst genau, was zu tun ist. Hashtag Supersteif unten in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es mir unten rein, beziehungsweise wird es dann morgen 19 Uhr online kommen. 16 Uhr kommt, wenn mich nicht gar alles täuscht. Ich muss mal kurz überlegen, was kommt denn morgen 16 Uhr? Müsste ich mal gucken, ne? Gucke ich mal in meinen Upload-Plan und zwar kommt da, da kommt ein Squad-Builder. Stimmt. Seht ihr, da kommt ein Squad-Builder, wahrscheinlich zu einem 50k NLW Hybrid, was man vielleicht benutzen könnte. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin raus, immer smart und sexy bleiben. Hashtag Superschreib unten in die Kommentare. Danke für euren Support, ich bin raus. Euer Chris und ciao.